Ja, moin zusammen, hier ist wieder Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, es gibt so Elektroautos, die fristen irgendwie so ein Schattendasein. Es gibt sie schon länger auf dem Markt, aber man hört von ihnen wenig, man sieht sie auch nicht so häufig auf der Straße. Es gibt auch ziemlich wenig Videos auf YouTube über diese Autos. Ja, sind sie deswegen total uninteressant? Woran liegt das? Ja, genau so einen Vertreter habe ich hier, nämlich den Kia Niro EV. Das ist ja im Prinzip der Nachfolger vom Kia e-Niro und den Niro EV, den gibt es jetzt seit fast einem Jahr auf dem Markt in Deutschland. Und es ist eigentlich nach den Daten doch ein recht interessantes Elektroauto, aber irgendwie ist der nicht so in den Köpfen der Leute. Man hört auch wenig davon. Ja, ist der Wagen eventuell gar nicht so toll? Ist er uninteressant? Ja, das wollen wir uns heute mal anschauen. Und wir wollen uns auch anschauen, wie ist eigentlich die Alltagstauglichkeit von diesem Auto? Wie ist die Reichweite auf der Autobahn zum Beispiel, wenn ich mal eine längere Strecke fahre? Denn der Niro EV, der hat einen 64 Kilowattstunden großen Akku und soll laut WLTP 460 Kilometer weit kommen. Auch sonst sind die technischen Daten dieses Autos extrem interessant. Es ist im Prinzip so ein Crossover, kleiner SUV, für Familien im Prinzip optimal geeignet. Ja, welche Nachteile hat er möglicherweise, dass er so ein Schattendasein fristet? All das wollen wir heute rauskriegen. Wird ein sehr interessantes Video, also unbedingt dranbleiben. Diese Sendung wird euch präsentiert von Store and Charge, euren Experten für Ladezubehör. Ja, im Innenraum von Kia Niro EV, da herrscht leider sehr viel Plastik vor. Hier ist doch relativ viel Hartes dabei, aber hier oben fängt es dann an, weich zu werden. Armaturenbrett ist so ein bisschen genoppt, sieht eigentlich relativ schick aus. Wir haben hier zwei große Displays, die zusammen in einem Rahmen angeordnet sind. Das sieht sehr, sehr schick aus, auch dass das so schön schwarz gehalten ist. Dadurch wirkt das, als wäre das mehr oder weniger ein Display. Das Tacho-Display hat verschiedene Ansichten, je nachdem, welchen Modus ich wähle. Ich habe also ein Eco, Normal und Sport und dann endet es seine Optik. Sehr, sehr stylisch. Ich habe hier noch ein drittes Display, nämlich hier unten die Klimabedienung und die Navigation. Da kann ich im Prinzip umschalten zwischen Klima und Navi und dann belegt sich hier dieses Display mit anderen Funktionen. Sehr, sehr schön gemacht und ich habe hier zwei haptische Regler für Temperatursteuerung oder eben Medien und Lautstärke. Ja, in der Mittelkonsole habe ich leider Klavierlack, aber ansonsten sind hier auch zwei USB-Anschlüsse, eine 12-Volt-Steckdose, induktive Ladeschale für Handy, Gangwallhebel, Sitzheizungssteuerung und Sitzbelüftung. Jo, Sitzbelüftung hat dieses Auto, wunderbar. Dann in der Mitte zwei Cupholder und noch ein Ablagefach, wo ja eine kleine Brille reinpasst, sonst nicht mehr viel. Ansonsten habe ich hinten noch eine 220-Volt-Steckdose mit 3600 Watt. Ja, Sitze sind leider aus Kunststoff und diese Haptik von diesen Sitzen ist also total glatte Oberfläche. Also das fühlt sich nicht besonders wertig an. Das finde ich optisch zwar, sieht es ganz schick aus, aber wenn man es anfasst und drauf sitzt, dann ist es doch relativ rutschig. Und ich könnte mir vorstellen, dass es im Sommer auf diesem Kunststoff doch relativ heiß wird. Aber dafür haben wir eine Sitzbelüftung drin. Ja, Bedienung des Infotainment-Systems ist relativ flüssig. Es ist nicht wahnsinnig schnell, aber reicht völlig aus. Einzig finde ich die Kartendarstellung, die ist doch relativ träge, wenn man die bewegt. Also das ist wirklich nicht mehr zeitgemäß. Naja, eine Ladeplanung hat die Navigation im Prinzip nicht, zumindest keine konventionelle. Ich kann Stationen suchen und dann wird mir entweder in der Nähe meiner Position, entweder nahe des Zielorts oder wenn ich irgendwo den Cursor hinbewege auf der Karte oder auch entlang der Route natürlich, da werden mir sinnvolle Ladestationen angezeigt, die ich auch filtern kann nach 11 kW, nach bis 50 kW oder nach über 100 kW, also HPC. Das ist alles okay und die kann ich dann entsprechend hier als Wegpunkt hinzufügen in meine laufende Navigation, sodass ich im Prinzip die Ladeplanung manuell machen kann. Ja, kein Autotest ohne Hundetest und der Niro EV hat ja einen 475 Liter großen Kofferraum. Das ist eigentlich relativ geräumig. Schön ist auch der doppelte Ladeboden, den kann man nämlich hier hochklappen, hat man dann noch so 20 cm tiefen Stauraum und da passt echt noch jede Menge rein, das gesamte Ladeequipment sowieso, aber vielleicht noch ein paar Taschen oder so. Das kann man auch komplett rausnehmen, lasse ich aber mal so, weil das jetzt nämlich hier schön eben ist
Und jetzt muss Myla hier mal rein. Ja, du kennst das schon, Myla, ne? Ja, der Hund sieht doch relativ zufrieden hier aus, ne? Jetzt machen wir mal die Klappe zu. Achtung. Doch, das sieht ziemlich geräumig aus. Und jetzt gucken wir uns das Ganze mal von innen an. Hallo Myla, Kuckuck. Na, also, das sieht doch schon ganz geräumig aus, ne? Zeig mal. Ja, das sieht doch gut aus. Ja, ich glaube, also für den Hund ist hier definitiv genug Platz. Na, hat dir auch gefallen, ne? Jetzt darfst du wieder raus. Na komm. Ja, und wenn ihr euch jetzt vielleicht für ein Elektroauto interessiert, es aber nicht gleich kaufen wollt, ja, dann wäre doch vielleicht InstaDrive was für euch. Denn InstaDrive bietet E-Autos im Abo an. Einfach Auto aussuchen, konfigurieren und den Rest macht InstaDrive. Alles ist im Abo-Preis enthalten. Der Wagen wird euch sogar nach Hause vor die Tür gestellt. Also schaut mal bei InstaDrive auf der Website vorbei. Und wenn ihr über meinen Empfehlungslink ein Auto abonniert, bekommt ihr sogar noch 5000 Freikilometer extra. So, dann würde ich sagen, können wir starten. Wir haben jetzt noch 97% im Akku und eine angezeigte Restreichweite von 270 Kilometer. Dann schalten wir mal auf D und los geht's. Ja, der Niro EV hat einen schönen kleinen Wendekreis von 10,6 Meter. Das macht ihn auch in der Stadt sehr, sehr handlich. Finde ich richtig klasse. Ja, hier im Kia Niro EV, da ist auch die Federung sehr komfortabel ausgelegt. Also extrem angenehm zu fahren, auch hier bei den Gullideckeln merkt man die kaum. Man gleitet so drüber. Gleichzeitig ist der Wagen aber so straff, dass er jetzt nicht wankt. Also auch die Lenkung ist relativ direkt auf der Straße, fühlt sich sehr, sehr gut an. Also eine sehr, sehr gute Abstimmung, gefällt mir ausgezeichnet. Ja, was ich auch sehr schön finde hier ist, dass ich 4 Rekuperationsstufen habe. Darunter die höchste, das ist sozusagen dieses iPedal. Das soll ein intelligentes Rekuperieren bedeuten. Und wenn ich jetzt hier mal Gas wegnehme, dann geht er relativ stark in die Eisen. Hinter mir kommt gerade einer, ich kann das jetzt nicht ganz durchziehen. Aber er geht bis zum Stillstand. Also damit ist One-Pedal-Driving super gut möglich. Aber sogar auf Stufe 3, die man mit den Schaltpedals hier am Lenkrad einstellen kann. Sogar auf Stufe 3 ist die Verzögerung noch so stark. Jetzt ist er weg hinter mir, jetzt kann ich es mal zeigen. Also das ist jetzt Stufe 3, ja? Ich gehe mal vom Gas. Er verzögert, aber hier kommt er nicht bis zum Stehen. Jetzt mache ich mal iPedal an und schon bleibt er stehen. Ja, also mit iPedal bis zum Stillstand rekuperieren. Wunderbar, und man kann es wirklich so einstellen, wie man das möchte. Und das Tolle ist, die Stufen merkt er sich tatsächlich im Fahrerprofil. Also man muss es jetzt nicht zwingend jedes Mal neu einstellen. Ja, die Beschleunigung lässt auch keine Wünsche offen. Wir haben hier 150 kW an Bord, 204 PS, 255 Newtonmeter. Und in 7,8 Sekunden geht es von 0 auf 100, zumindest im Sportmodus. Ja, beim Beschleunigen ist es so, dass man das Gaspedal runterdrückt und in den ersten Millisekunden kommt da so gut wie gar nichts. Das geht dann irgendwie so ganz langsam los und steigert sich dann immer mehr, so quasi eine Exponentialkurve. Aber dieser Punch, den gibt es hier zumindest im Normalmodus nicht. Ja, auf jeden Fall haben wir heute super Wetter. Es ist total ruhig, fast windstill. Wir haben es zwar 10 Grad nur, aber ansonsten traumhaft, Sonne scheint, beste Testbedingungen. Und ja, gleich geht es dann erstmal auf die Autobahn und dann fahren wir die 130 Kilometer bei Tempo 130. Ich bin gespannt. Ich fahre hier in der Vollausstattung von dem Kia Niro. Der hat auch alles, was es an Assistenzsystemen gibt. Den aktiven Spurhalteassistent, den Spurwechselassistent, den adaptiven Tempomat, Notfallbremsassistent, hier Totwinkelwarner und. Der Lenkassistent hier auf der Autobahn einwandfrei, also quasi Spurhalteassistent, funktioniert richtig gut. Auch Spurwechseln macht er halbautomatisch im Prinzip. Man blinkt und dann übernimmt er im Prinzip von alleine. Und dazu kommen auch noch gute Sitze, die sind relativ straff allerdings, also könnten für meinen Geschmack ein bisschen weicher sein, wenn man Langstrecke damit fahren soll.
Seitenhalt ist okay. Großer Pluspunkt natürlich die Sitzbelüftung. Also das ist richtig 1A. Aber ich glaube, die muss auch sein, weil dieses Material von den Sitzen, das ist so ein Kunststoff. Es soll ja nicht mal Leder imitieren, glaube ich, weil das fühlt sich so ein bisschen an. So, kennt ihr diese Sitze von so den Strandkörben an der Nordsee? Das ist so ein bisschen so ähnlich. Vielleicht ein bisschen glatter, aber es fühlt sich auch richtig nach Kunststoff an. Und das ist so ein bisschen unsexy. Ja, und Geräuschkulisse hier auch einwandfrei bei 120, relativ leise. Wir haben jetzt hier auch Sommerreifen drauf, von daher keine Winterreifen mehr, sind 17 Zöller. Also wie gesagt, Abrollgeräusche sind zu hören, aber Windgeräusche hier so gut wie gar keine. So, jetzt ist hier freigegeben, ab jetzt heißt es Tempo 130. Wir sind jetzt knapp 20 Kilometer unterwegs und haben 20,8 Kilowattstunden. Das hört sich doch schon mal ganz gut an. Ja, die Ausstattung hier im Kia Niro lässt echt kaum Wünsche offen. Wir haben auch ein super Head-Up-Display und auch diese Displays, diese beiden 12,8 Zoll Displays, sind richtig gut ablesbar, gestochen scharf. Auch die Schriftgröße ist so ganz nach meinem Geschmack. Hatte ich ja beim BYD Atto 3 so meine Probleme, das Display hier hinterm Lenkrad abzulesen. Hier überhaupt nicht. Auch der Kontrast, ne? Also so einwandfrei, auch die ganz kleinen Schriften kann ich super lesen. Perfekt, so muss das sein. Ja, wie bei vielen Asiaten haben wir auch eine 220 Volt Steckdose im Auto. Die kann bis zu 3,6 kW abgeben, also 3600 Watt. Ey, das ist ja richtig ordentlich. Es gibt auch einen Vehicle-to-Load-Adapter. Damit kann ich quasi draußen eine Steckdose installieren und dann im Prinzip meinen Akku ja, für irgendwas im Haus verwenden. Ja, das wünsche ich mir im Prinzip bei jedem Elektroauto. Wenn ich schon so einen riesen Akku unterm Hintern habe, warum soll ich den dann nur fürs Fahren nutzen? Ist doch voll die Verschwendung. Was ich auch sehr schön finde, ist hier diese Navi-Darstellung. Ich habe hier halt so ein Splitscreen, wo ich meine Navigation habe und auf der rechten Seite ein kleineres Display. Da kann ich mir eben auch den Ladestand anzeigen lassen. Ich kann das auch ausblenden oder wieder einblenden. Und ich habe hier so Widgets. Ich kann hier sogar neben meinem Kalender meine Fußballergebnisse meiner Lieblingsmannschaft einblenden lassen. Also gestern hat Werder gegen Mainz gespielt, war ein Megaspiel, 2:2 unentschieden. Haben sie richtig gut gemacht, vor allem alles in den letzten Minuten. Das nur am Rande. Wettervorhersage, Radio, dann natürlich Navi, wenn ich hier was anderes habe und hier wieder meine Verbrauchsanzeige. Also das finde ich richtig gut und richtig gut gemacht. Also wir sind jetzt hier knapp 40 Kilometer unterwegs und wir haben jetzt eine Restreichweite von 237 Kilometer. Das sind im Prinzip zusammengenommen mehr als die 270 Kilometer, die er vorher angezeigt hat. Also so eins der ganz wenigen Autos, die am Ende eigentlich eine höhere Reichweite haben als das, was sie vorher angezeigt haben. Also es liegt halt daran, dass das berücksichtigt wird, wie man vorher gefahren ist. Und wenn man halt ein bisschen sparsamer fährt als die letzten Fahrten, warum auch immer, oder die Wetterbedingungen besser sind, sodass der Verbrauch geringer ist, der übrigens gerade bei 21,4 liegt nach 40 Kilometer Autobahn und Tempo 130 wohlgemerkt, dann ist die Reichweite plötzlich höher, als man vorher gedacht hat. Also so kann es auch kommen, mal ganz andersrum und so lobe ich mir das. Ja, und der Akku hier vom Kia Niro, der ist ja nicht so riesig, also er hat 68 Kilowattstunden brutto wohlgemerkt und so rund 64 davon sind nutzbar fürs Fahren. Und ist ja klar, wenn der Wagen ein paar Monate alt ist, dann hat er meistens so 5% Degradation. Das haben die Elektroautos ja in den ersten Monaten immer sofort. Und dann bleibt es ja auf dem Niveau viele Jahre lang, sodass man dann so sagen kann, so 62, 61 Kilowattstunden sind fürs Fahren tatsächlich nutzbar. Und da bin ich mal gespannt, wie viel Reichweite man mit diesem Auto hier aus diesem Akku rausziehen kann. Das ist ja auch kein kleines Auto, ist ja auch so ein Crossover-SUV, baut auch relativ hoch auf. Also von daher, ja, CW-Wert müsste so um die 0,3 liegen, 0,29, 0,3. Dann schauen wir mal, wie sich das hier darstellt. Im Moment bin ich, was die Effizienz angeht, doch relativ zufrieden. Kleiner Kritikpunkt vielleicht hier an diesem Koreaner sind so diese Warntöne. Die sind relativ laut und so ein bisschen piepsig
und so ein bisschen nervig und vor allem sind sie doch relativ häufig. Also bei jeder möglichen Gelegenheit piept es hier, sei es Totwinkel, Warner hat irgendwas erkannt oder ich habe das Lenkrad zu lange losgelassen oder der Spurwechsel hat nicht geklappt oder was auch immer. Also es piept hier irgendwie ständig. Das ist so ein bisschen nervig. So, ist mal wieder soweit. Hier machen wir die Wende, Abfahrt Bremerhaven und dann geht's gleich auf die Rücktour. Jetzt sind wir gerade bei 21,6. Heute haben wir hier mal wieder grün, können durchfahren. Wir haben jetzt 64,4 Kilometer gefahren und einen Durchschnittsverbrauch von 20,7. Und hier geht es jetzt direkt wieder zurück, ohne anzuhalten. Ja, ich muss sagen, der Verbrauch ist doch ganz okay für das große Auto hier. Da gibt es doch Autos, die viel, viel mehr verbrauchen. Und wir haben es jetzt immer noch 10 Grad, also so richtig warm ist es auch nicht. Und das Schöne ist, dass der Lenkassistent hier, der ist auch aktiv, wenn der Tempomat auch gar nicht an ist. Das heißt, ich kann auch normal fahren mit dem Fahrpedal und er lenkt trotzdem automatisch. Auch in der Stadt, wenn man geradeaus fährt, da muss der Tempomat nicht zwingend mitlaufen. Das ist auch richtig angenehm. So, wir sind wieder auf der Rücktour. 70 Kilometer jetzt gefahren, 20,8 Kilowattstunden immer noch. Also das sieht echt ganz gut aus und das Fahren hier mit dem Kia Niro, also das macht echt Spaß. Ja, und auch diese Ansicht, die ich bei Kia und auch bei Hyundai schon öfter positiv erwähnt habe, die finde ich richtig klasse. Man sieht hier wunderbar die Reichweite, also 196 Kilometer, jetzt noch 72% im Akku. Man sieht, wo die nächste Ladestation ist, nämlich in 4,2 Kilometer Entfernung. Und wenn man da drauf tippt, dann kann man dahin navigieren. Das ist richtig ideal. Also so würde ich mir das auch in jedem Auto wünschen. Es sieht richtig klasse aus. Ja, die Preise hier beim Kia Niro EV, die fangen an bei 47.500. Und dadurch qualifiziert er sich natürlich für die volle Förderung. Das heißt, 6.500 und ein paar zerquetschte gehen auf jeden Fall nochmal runter. Zumindest im Moment 2023. Die Version hier, wie gesagt, die ich fahre, die kostet eher 54.500. Da ist eben so gut wie alles drin, was man haben kann. Und damit ja, liegt es im Prinzip fast gleich auf mit dem Model Y Long Range. Und da muss man natürlich schon überlegen. Also das ist eins dieser Probleme, der Preis. Ne? Also auch die günstigste Version, die Einstiegsvariante mit 47.500, liegt immer noch über dem Model Y Standard Range. Und der Akku ist dann ja relativ gleich groß, also 60 Kilowattstunden zu 64. Aber die Reichweiten sind im Prinzip identisch und dann muss man natürlich schon überlegen, will ich lieber ein Auto fahren, was viel mehr Stauraum hat, was möglicherweise das bessere Infotainment hat, möglicherweise auch viel mehr Platzangebot und vielleicht sogar ein bisschen mehr Reichweite zu einem Preis, der noch mal deutlich drunter liegt, nämlich mindestens 3.500 Euro günstiger. Ja, das ist, glaube ich, so einer dieser Probleme, die dieser Kia Niro EV hat, dass er preislich einfach in einer Liga spielt, wo es andere Autos gibt, die mehr bieten, aber deutlich günstiger sind. Höchstgeschwindigkeit beim Niro liegt übrigens bei rund 170 km/h, also angezeigt wird hier 175, wenn ich Vollgas fahre und dann ist er halt abgeregelt. Aber auch für so ein Auto finde ich das völlig ausreichend, deutlich besser als nur 160. So, genau 100 Kilometer unterwegs, 175 Kilometer Rest, 65% im Akku, also 175 Kilometer Rest plus 100, 275 Kilometer wäre hier die Reichweite auf der Autobahn. Wo wir gestartet sind, hat er nur 270 angezeigt, liegen wir also momentan 5 Kilometer drüber. Ja, sowas gibt es echt sehr selten, dass man mal mehr Reichweite hat, als vorher angezeigt wird. So, 120 Kilometer unterwegs. Wir fahren da hinten gleich wieder von der Autobahn runter. Dann geht es noch ganz kurz durch die Stadt nach Hause. Und da bin ich mal gespannt, mit welchem Endstand wir dann zu Hause ankommen.
Ja, wir sind wieder zu Hause angekommen nach 129,1 Kilometer laut Anzeige und wir haben einen Durchschnittsverbrauch von 20,9 Kilowattstunden. Das ist ein ziemlich guter Wert, finde ich. Und wir haben jetzt noch 57% im Akku. Das heißt, wir sind mit 97% gestartet, also haben wir genau 40% verfahren. Und Restreichweite wird jetzt hier angezeigt mit 153 Kilometer. Ja, Moment, gestartet sind wir mit 270. Also das heißt, die Reichweitenanzeige hier im Kia Niro EV, die ist übergenau. Das heißt, sie zeigt sogar eigentlich konservativ weniger an, als man hinterher wirklich kommt. Und das ist richtig top, weil dann wird man nicht verunsichert dadurch, dass die Reichweitenanzeige hier drastisch schnell sinkt, im Gegensatz zu den gefahrenen Kilometern, sondern hier ist es genau andersrum. Sie sinkt im Prinzip viel langsamer als die gefahrenen Kilometer. Und das ist richtig eine Premiere. Sowas gab es eigentlich noch nie in einem Elektroauto. Also das finde ich richtig genial. Und das zeigt auch mal, wie effizient dieser Kia Niro EV eigentlich ist. Und das ist richtig eine Überraschung, finde ich. Gerade bei der Form Crossover SUV hätte ich so echt nicht erwartet. Ja, bei all dem Positiven hier gibt es aber eine Sache, die passt irgendwie überhaupt nicht zum Gesamtpaket. Und das ist die Ladeleistung. Also auf dem Papier stehen hier nur 80 kW in der Spitze am Schnelllader. Das kann ja wohl nicht wahr sein, denn das würde das Gesamtbild hier vom Kia Niro komplett runterreißen. Und das probieren wir natürlich aus. Ich habe jetzt natürlich noch viel zu viel im Akku. Ich könnte eigentlich nochmal nach Bremerhaven und zurückfahren. Also jetzt von 57% versuche ich jetzt nochmal runterzukommen, so auf unter 20. Und dann fahren wir an Schnelllader und dann überprüfen wir mal, wie schnell der Kia Niro EV wirklich lädt. Mit knapp 90 Kilometer Vollgas, also laut Tacho 175, Straße war wirklich gut frei, haben wir 50% des Akkus verbraten fast. Also wir sind hier mit 9%, mit 8% angekommen. Ja, jetzt laden wir hier an Ionity und leider ist es wirklich so, also der Kia Niro EV zieht 80 kW, also 81, sagen wir mal, sind wir mal nicht so. Ja, also gefallen hat mir hier ganz besonders die gesamte Bedienung. Also dafür, dass wir hier viele Knöpfe haben, ist das trotzdem sehr übersichtlich zu bedienen. Ich finde auch dieses Doppeldisplay hier mit der Klimatisierung und der Navigation, finde ich sehr angenehm zu benutzen. Da kommt man total schnell rein. Auch das ganze Infotainment-Display hier, das bedient sich alles total flüssig. Da kann man überhaupt nicht meckern. Einzig die Karte, naja, das Zoomen der Karte, das ist irgendwie nicht mehr richtig zeitgemäß. Das ist alles etwas träge. Aber das ist auch eigentlich das Einzige, was hier so ein bisschen träge ist. Der Rest ist wirklich total flüssig. Also auch hier die Optik im ganzen Display, die Ablesbarkeit, die Informationen, die mir hier angezeigt werden. Es ist alles genau da, wo man es haben will. Die Assistenzsysteme funktionieren wirklich 1A. Ich habe wirklich gar nichts zu kritisieren. Und das passiert doch richtig selten. Ja, wie gesagt, auch Fahrkomfort, er ist nicht der leiseste, aber wie gesagt, die Geräuschkulisse hier ist mit den Sommerreifen, die hier drauf sind, sehr, sehr angenehm. Da gibt es überhaupt nichts. Kofferraumgröße ist gut. Wir haben einen kleinen Frunk fürs Ladekabel immerhin. Also die gesamte Ausstattung von diesem Auto ist wirklich tippitoppi für eine kleine Familie, richtig gut geeignet. Auch die Reichweite hier mit 280 Kilometer auf der Autobahn, bei dem Tempo 130, da kann man echt nicht meckern.
Ja, und jetzt kommen wir auch leider zum Negativen, und das ist natürlich ganz vorne die Ladeleistung. Wir haben jetzt 83 kW gesehen in der Spitze beim 64 kWh großen Akku. Ich meine, mit C2, also der doppelten Ladegeschwindigkeit der Akkugröße, wären es ja rund 130 kW, die dieser Akku eigentlich können müsste, ohne jetzt besonders gestresst zu sein. Das haben sie hier dem Kia Niro leider nicht spendiert, und das ist richtig, richtig schade. Denn das Auto an sich ist wirklich spitzenmäßig. Das gefällt mir ungemein gut. Es ist total unaufgeregt. Das ist alles wirklich tipptopp. Aber leider auf der Langstrecke, da patzt er, und zwar gewaltig. Da ist nämlich die Ladeleistung viel zu gering, und dann braucht man einfach 40, 50 Minuten, um wieder die 250 Kilometer weit zu fahren. Und das ist für ein Elektroauto einfach viel zu lange, und Kia kann es doch viel besser. Ich sag nur 800 Volt Technik beim EV6 zum Beispiel. Das ist ja ein ganz anderer Schnack. Warum haben sie das hier dem Kia Niro EV nicht spendiert? Das finde ich richtig schade. Ja, und was hat mich noch genervt an diesem Auto? Ja, es gibt so ein paar Dinge. Also zum einen der Ein- und Ausschaltknopf. Das ist ja okay, da kann man sich noch irgendwie dran gewöhnen. Aber jedes Mal, wenn man den Wagen betritt und länger nicht gefahren hat und ihn einschaltet, dann muss man auf dem Display bestätigen, dass man Fahrer 1 ist. Vorher geht diese Anzeige nicht weg. Ja, und sie geht auch nicht weg, wenn man länger fährt von alleine oder so. Nein, man muss auf Bestätigen drücken, bevor sie weggeht. Und dann macht man es, und manchmal reagiert es nicht richtig, und man muss dreimal drücken. Und dann dauert es 5 Sekunden, bevor diese Anzeige weg ist. Auch total nervig ist diese Mitteilsamkeit dieses Autos. Es piept und ja, macht ständig Geräusche, und diese Geräusche sind auch noch sehr nervig und nervtötend. Und ganz besonders nervtötend ist, wenn ich den Wagen anlasse und den Wagen verlasse und die Tür zumache, dann piept es draußen unglaublich laut, und das für Sekunden. Ey, da werden alle Nachbarn wach. Ich stelle mir das gerade nachts um 3 Uhr vor. Ich komme nach Hause und mache die Tür zu und vergesse, den Wagen auszuschalten. Was ich übrigens jedes Mal vergesse bei diesem Auto. Ja, und da kommen wir jetzt mal zu der Sache mit dem Preis. Also die Einstiegsvariante hier liegt bei 47.500 rund. Und das, was ich hier fahre, das ist die fast voll ausgestattete Version. Die liegt so bei 54.400 in etwa, plus minus ein paar Euro. Ja, da geht noch die volle Förderung runter, aber wir spielen hiermit in einer Preisklasse, wo zum Beispiel auch das Tesla Model Y Long Range liegt, also 54.000 und ein paar zerquetschte. Und dann haben wir hier den Kia Niro EV, der einen kleineren Akku hat, der eine wesentlich geringere Reichweite hat, der eine viel schlechtere Ladeleistung hat, der viel weniger Stauraum hat, der auch von der ganzen Infotainment-Geschichte mit dem Tesla natürlich überhaupt nicht mithalten kann, kostet aber das Gleiche. Ja. Wie fällt da eure Wahl aus? Naja, für Leute, die Tesla nicht mögen, ist es klar, die werden sich nie und nimmer für ein Model Y entscheiden. Aber es gibt natürlich eben auch genug Leute, die das eben abwägen. Und da sieht dieser Niro halt dann doch zu teuer aus. Sodass es am Ende wieder bei euch ist. Ihr müsst euch ein Urteil bilden. Ist das ein Auto für euch? Ich kann es euch nur ans Herz legen. Ich glaube, der Kia Niro EV wird einfach unterschätzt, weil mich hat der Wagen total positiv überrascht. Auch die Effizienz dieses Autos, das macht echt viel wett. Und im Prinzip ist das ein super vollwertiger Kompakt-SUV für die kleine Familie, und da kann ich euch diesen Wagen wirklich nur ans Herz legen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, und gebt mir einen Daumen nach oben, dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Ciao.